Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich habe ein neues System, was Wechselrichter angeht. Das wollte ich euch unbedingt vorstellen, hatte ich ja im letzten Video schon angekündigt. Und zwar haben wir ja die 2000 Watt Wechselrichter von IVT im Programm. Das machen wir ja schon lange, das ist ein deutsches Produkt. Auch ganz wichtig, wird in Deutschland produziert und entwickelt. Sehr zuverlässiges Gerät. Da haben wir ja einen Produktwechsel gehabt vor circa, weiß ich gar nicht mehr, 2 oder 3 Jahren. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Deswegen zeige ich euch heute auch die Neuerung. 2 kW in der Regel im Wohnmobil vollkommen ausreichend für Kaffeemaschine, für Föhn, diverse Staubsauger laufen. Obwohl ich immer sage, Leute, kauft euch einen Akkustaubsauger. Den kann man sehr schonend aufladen. Ja, da muss ich nicht immer das Letzte aus dem Ding rausquetschen für einen Staubsauger. Ja, E-Bikes werden geladen. Alle Elektrospielsachen, die man so auf dem Markt findet, habe ich ja auch diverse Dinge. Und das läuft alles über einen Wechselrichter. Ich muss ja irgendwie an 230 Volt kommen im Wohnmobil, wenn ich nicht an einer Steckdose bin. Und das ist ja das Ziel, was viele Camper haben. So, der Wunsch nach Autarkie wird immer größer. Ja, wir bedienen ja den Markt mit erstklassigem Material. Das fängt bei der Solaranlage an, bei uns im Hause, Blechkontaktzelle. Da haben wir letztens noch einen schönen Test gemacht. Keine 14 Tage her. Guckt euch das mal an. Auch sonst, die ganzen Einbauten werden ja auch immer wieder gezeigt mit der hochwertigen Solaranlage. Die haben wir natürlich auch hier stehen. Wo ist sie? Da ist sie. Guck mal, die leuchtet sogar blau. Warum leuchtet die blau, erkläre ich euch gleich. Da ist auch keine Batterie hinten dran. Würde man jetzt denken, guck mal, da klebt jetzt eine Batterie hinten dran. Nein, diese Platte von der Zelle her ist so hochwertig, dass ich, hier ist kein Licht dran in diesem Raum. Ne? Wir haben zwar Tag, ja, und die Sonne scheint auch draußen, aber hier drin ist es jetzt nicht gerade hell. Und trotzdem betreiben wir dieses LED-Band direkt. Ich wollte es nur mal sagen, ne? Weil diese Platte es kann. So, ich war aber beim Wechselrichter. So, jetzt stehen wir irgendwo, ich sag mal, an einem schönen Ort. Wir brauchen 230 Volt. Ich würde mir gerne einen Kaffee kochen, ich würde mir gerne mein E-Bike laden. Ja, das andere ist noch voll, das andere ist leer, das kennen wir doch alle. So. Oder meine Frau föhnt sich die Haare. Ja, drückt auf den Knopf und tut das aber nicht. Weil du nicht am Netz bist, am Strom, am Stecker bist. So. Möchtest du aber trotzdem gerne. So, und deswegen, dafür gibt es Wechselrichter. Ich weiß, die meisten von euch wissen das, aber ich erkläre es nochmal. Unser 2000 Watt Wechselrichter, den wir im Programm haben, das ist so das meistverkaufteste Gerät bei uns in der Konstellation mit Lithium und unserer Blechkontaktzelle. Und bei den GNS-TV-Partnern läuft dieser Wechselrichter im Moment am besten. Da gibt es aber auch keine Rückläufer. Das ist das Schöne dabei. Da ist nichts dran, der Löb und fertig. Den Kunden siehst du nie mehr, jedenfalls nicht, weil es Probleme gibt mit einem Wechselrichter oder so. Und deswegen stelle ich euch heute das neue Synchronsystem vor. Das heißt, diese Wechselrichter kann man zusammenschalten und synchronisieren. Das macht er automatisch. Dafür ist er vorkonfiguriert. Ja? Das Einzige, was man braucht, ist ein Wechselrichter, 2000 Watt und noch ein Wechselrichter, 2000 Watt, also 2. Und hier dieses Verbindungskabel. So, wir haben jetzt hier dieses Synchrokabel. Das ist einmal eine Datenleitung und einmal eine Leistungsleitung, so nenne ich die. Ja, die werden einfach miteinander verbunden. Der hat jetzt 2000 Watt. Ja, den klemme ich hier so an der Batterie. Da gibt es eine schicke Fernbedienung dabei. Ich nehme immer 2 verschiedene. Ich nehme immer die aus Edelstahl, die sieht richtig stark aus. Dann hat er hier diesen zusätzliches Kabel. Ja, hier ist es schon drin. So, dann verbindest du den hier. Warte. So, der passt nämlich nur in eine Richtung. So, und jetzt kommen hier 4000 Watt raus. Ne? Synchronisiert er sich. Den montierst du jetzt irgendwo und den steckst du den Stecker rein, über eine FI natürlich, und kommst somit an 4000 Watt. Wo macht das Sinn? Warum macht man sowas? Wir haben in der letzten Zeit immer wieder Anfragen bekommen von Kunden, die große Klimaanlagen haben. Zum Beispiel Truma Komfort. Eine Truma Komfort ist bekannt, dass die nicht über einen Wechselrichter läuft. Das war immer schon so und das ist auch heute nicht einfach. So, weil die Anlaufströme dermaßen hoch sind. Ja, es gibt einige Geräte am Markt, die das können und wir können es jetzt auch.
Ja, also mit einem wird das nichts. Wenn du das aber trotzdem nutzen willst, weil du schon 4, 5, 6 große Lithiumbatterien im Auto hast, aber trotzdem immer noch auf Klima verzichten musst oder auf irgendwelche anderen Geräte, ja, die mehr als 2000 Watt brauchen. Wir sind ja immer noch bei einem Gerät bei 2000 Watt. Dann gibt es jetzt die Synchro, das Synchro-System, bis bei 4000. Jetzt haben wir ja getestet, dass der ja nicht nur 2000 Watt kann, sondern 2250 permanent haben wir getestet, stundenlang. Das heißt, hier kommt theoretisch 4,5 kW raus. Gut, dann bist du aber an der Leistungsgrenze und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man das machen sollte. Aber es würde theoretisch gehen. Wenn ich irgendwelche Baustellengeräte habe, Schweißgeräte, ich muss beim Kunden schweißen, ich bin Schweißer, ich habe aber auch ein Wohnmobil, ich kann das geschäftlich so einrichten, bist du mit dem System permanent, als permanente Lösung, bist du natürlich gut drauf. Wenn du aber sagst, ich nutze das nur privat, wie die meisten von uns, aber ich habe ein Koch-Equipment, ja, es gibt Ceranfelder oder Elektroplatten oder Induktionsfelder, die haben 3,5 kW Leistung. Ja, wo willst du die denn herholen? Jetzt ist das kein Problem. Jetzt ist das kein Problem. Also, wir können den Wunsch erfüllen. Wir machen hier aus 2 machen wir 4 kW. Damit kannst du viele Dinge betreiben. Ja, wir haben auch ein Zweikreis-Anschlusssystem. Wir müssen also jetzt hier nicht mit 100 Quadrat Leitungen durch irgendwelche Schränke. Nein, wir schließen die beiden ganz normal an. Die synchronisieren sich, vereinen sich und in der Kombination kriegst du dann am Ende 4000 Watt raus. Wer es braucht, wer das haben möchte. Ich wollte es nur sagen, ab sofort haben wir das im Programm. Wenn man das Steckerchen hier ab, dann hast du 2000 Watt. Das ist, wie gesagt, hatte ich ja eben erwähnt, das meistverkaufteste Gerät, was wir im Programm haben. Ein 3000 haben wir auch noch im Programm von Victron. Den habt ihr gesehen bei mir in meinem Fahrzeug. Den habe ich genommen, weil wir alles andere auch von Victron haben. Weil so ein Gerät hätte mir auch vollkommen gereicht. Ich hatte im Lieblingsgrößmann ein Mass-Kombi, 2000 Watt, bin ich auch mit zurechtgekommen. Aber ich muss sagen, wenn du ein 3000er Gerät hast, jetzt von Victron, da kannst du dich schon mal an die Leistungsgrenze bewegen. Das macht aber auch Spaß. Also ich mache das ja gerne. Aber wie gesagt, wir haben einiges im Programm und ich wollte euch das jetzt mal vorstellen als Kombination mit 2 Geräten, um das Gerät auch nicht zu groß zu machen, zu schwer zu machen, zu kompliziert zum Anschließen zu machen, sondern wer 4000 Watt braucht und ein bisschen mehr, ist dabei ganz gut aufgestellt. Grundsätzlich zum Wechselrichter wollte ich noch sagen, dass wir nur Markenprodukte nutzen, anerkannte, die lang auf diesem Markt sind. Das ist immer ganz wichtig bei mir, das ist ja beim Modul auch so. Ja, oder hier unsere Schindeltechnologie. Ja, hier steht ein Lötstreifenmodul, das steht da zur Abschreckung. Ja, und hier steht ein ganz altes Polokristallines und natürlich unser Flexmodul. Ne? Davon habe ich 8 Stück auf meinem Monster und das ist mega. Ich bin da jetzt schon öfters drüber rumgelaufen. Der Hersteller sagt ja begehbar. Ja, also ich kann nichts Nachteiliges sagen, das wird mega heiß da oben drauf. Ja, also wenn der so ein Modul anfasst, was schön hinterlüftet ist, weil ich ja immer sage, oder das, weil das ja aufgeklebt ist, das wird schon deutlich wärmer, aber es hat immer noch die gleiche Leistung. Das ist, in meinen Augen, ist das mega. Man hat dem auch eine Reihe mehr spendiert. Also SunPower denkt da immer mit. Die haben hier oben eine Reihe Zellen mehr spendiert, um trotzdem die 120 Watt zu bringen. Ja, auch wenn das Ding zu warm wird. Das mal am Rande. Aber ich muss es immer wieder sagen, in der Verbindung, wir müssen ja irgendwie den Strom rausnehmen. Ja, dieser Wechselrichterstrom erzeugt eine angenehme Atmosphäre im Wohnmobil. Alle 230 Volt Geräte, die man so mitnimmt, laufen alle. Ob jetzt Musikanlagen, auch hochwertige Musikanlagen. Ich habe zum Beispiel eine Bose im Auto, die Lüb einwandfrei, weil wir reine Sinuskurven verwenden. Was anderes gibt es hier im Haus, GNSTV-Partner nicht mehr. Aber es ist relativ angenehm, 230 Volt Geräte zu nutzen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil du fühlst dich einfach wohler. Du weißt genau, das funktioniert. Du musst nicht auf den Campingplatz, um dich zu föhnen. Ja, und du musst auch nicht auf den nächsten Stellplatz fahren, um dein Fahrrad zu laden. Das kann man machen, sicher. Aber du musst das nicht. Ne? Also, wir haben da einiges im Programm.
einen 2000 Watt Wechselrichter schön zu platzieren, leise. Der Lüfter springt nur dann an, wenn er hohe Leistungen bringen muss. Danach geht er auch wieder aus. Der benervt dich nachts nicht. Das hast du ja oft, ja, dass die Kunden anrufen, mein Wechselrichter hat einen Ventilator, der nachts läuft oder der durchläuft. Weiß nicht, ob das so sein muss. Ich weiß nicht, warum nachts Lüfter laufen müssen. Ja, wenn er sicherlich zwei Fahrer da gleichzeitig lädst und das dauert bis in die Nacht rein, dann kann man sich dann mit anfeuern, dann weiß, aha, okay, der wird zu warm oder draußen haben wir 40 Grad. Auch da. Aber im Normal permanent jeden Tag, das muss nicht sein. Haben wir nicht, dann können wir den schön versteckt montieren. Wir haben eine sehr schöne Fernbedienung aus Edelstahl, finde ich sehr gelungen. Ja, mit entsprechenden Informationen, ist das Gerät an, ist das aus, wo ist der Schalter, an, aus. Muss auch nur einmal drauf drücken, das muss ich jetzt nicht hier alle 10 Minuten machen. Dann kannst du den einstellen, ob der sich automatisch abschaltet oder nicht. Also das Gerät kann alles das, was auf dem Markt verlangt wird. Über eine perfekte Sinuskurve brauchen wir gar nicht zu reden, das ist sowieso inklusive. Und jetzt auch in der Kombination als Synchro, das heißt synchronisiert. 2000 Watt plus 2000 Watt sind 4000 Watt. Haben wir ab sofort im Programm. Lasst euch da ein Angebot machen oder fragt auch an, welche Geräte ihr habt. Machen wir eine Bedarfsanalyse. Ja? Also hier muss nicht irgendjemand auch was ausprobieren. Ja? Wenn ihr jetzt sagt, die und die Klimaanlage habe ich oder das und das Induktionsfeld habe ich oder ich bin sowieso kochtechnisch sehr engagiert, ich brauche das und das an Strom. Lasst uns darüber sprechen. Ja, dann schauen wir, ob die Leistungsdaten übereinstimmen und dann kann man das hier bestellen. Das ist doch ganz einfach. In dem Sinne würde ich sagen, macht euch nochmal Gedanken über Wechselrichter, fragt uns, wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise meine Partner, ich blende da nochmal alle Homepages und Kontaktformulare ein. Ja, apropos Induktionskochfeld. Ja, ich sage ja immer, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Ich finde, das ist immer wichtig, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNS TV.